Und damit wieder mal ein herzliches Hallo zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Wir sind in der Blutmondnacht. Ich bin in den letzten Zügen. Musste nur noch schnell die restliche Munition holen. Ja, so viel ist es dann letztlich doch nicht geworden. Zumindest von der roten nicht. Das, was wir jetzt haben, haben wir. Mal schauen, dass die uns die Kiste nicht hier kaputt fahren. So. Nur kurz für euch, damit ihr seht. Da, die mittleren Streben sind mit Stahl aufgewertet. Also die stehenden. Die Kanten sind mit Stahl aufgewertet. Ich habe dort die Tore eingesetzt. Auf dem Rückweg habe ich keine Munition mehr gekriegt. Habe dem Händler noch einen restlichen Mist in der Hand gedrückt. Das war's dann. So, ein paar Stachelfallen habe ich noch ringsherum stellen können. Mehr Zeit habe ich nicht gehabt. So. Achso, ich muss ja runter. Muss ja auch irgendwie runter. Aha. So. Jetzt wird's lustig. Weil ich muss hinter mir die Zelte abbrechen. Na komm. Da. Wie machst du denn das am dümmsten? Naja. Toll. Komme ich jetzt am dümmsten da hoch, ohne dass ich hier... Aue. Na so natürlich nicht. Toll. Ich hab's eilig. Ey, da hab ich mir wieder was ausgedacht hier. Die sollen natürlich nicht auf die Idee kommen, dass sie hier hoch können. Gut, wie ich dann wieder runterkomme, ist dann zweitens. Na. Wie krieg ich denn jetzt das Ding unten kaputt? Nein. Och man. Ey, das nervt. Ihr hebt doch mal das Ding auf. Da. Da. Weil bei meinem Glück heb ich den auf, den ich, wo, auf dem ich stehe. Ja gut, reicht. Tür zu. Flöcke weg. Das hier rein. Ah ja. Na die Bombe aus der Hand. So. Ich habe hier grob verkabelt. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich habe den Tor mitgenommen. Habe ich nur zwei Stacks mit. Munition sperren. Zombies auswählen. Kamera Vorschau. Geht nicht. Strom an. Ah, Strom angeht nur, wenn auch Saft, Sprit drin ist. Haben wir gemacht. Muss die Nacht reichen. Generator einschalten. So. Kurzer Test. Oh Gott. Jetzt geht so hoch wie möglich. Ja. Gut. Das soll funktionieren, das soll funktionieren. So, gut. Dann hoffe ich, dass der Elektrozahn auch funktioniert. Elektro-Reparaturzeug habe ich mit. Ich habe was zum Stahl reparieren mit.
Hier ist soweit alles aufgewertet, repariert. Ja. Ach, hier war der andere Sprit. Okay, hier Munition dafür. Das brauche ich dann, um raus und mit reinzukommen. Das muss ich mampfen für den Fernkampfschaden. Das wird ein Heidenhallo. Ja. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Naja, die werden mir die Hütte ja schon auseinanderkloppen. Wir werden sehen. Ich habe ein ganz echt ungutes Gefühl. So. Hier muss ich nur wieder Strom anschalten, dann soll das funktionieren. Ich hoff's. Und wenn nicht, habe ich ein Problem, ein tierisches. Gut, dann stelle ich mal die Zeit wieder auf 60 Minuten um. Und dann sehen wir uns gleich zum Start. So, da ist er wieder. Also wir sind nach wie vor bei 16, hat eigentlich so 16 Gegner pro Welle oder wie auch immer das gerechnet wird. So. Gegessen und getrunken habe ich vom Prinzip her genug. Ja, das muss reichen an Munition. Mehr ist sozusagen nicht drin. Hier wäre vielleicht noch mal ein bisschen Munition für einen kleinen Mini-Geschützturm, aber ob ich den in der Hektik umsetze, hier muss ich hoffen, dass ich den auch wirklich treffe. Ich schieße ungern. Ja. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Hilfe, Mama, ich heule. So, und das ist dann vornehmlich für die Grünen. Warum habe ich hier nur 22 Schuss drin? Mal gucken, ob die den Weg auch gehen. Okay, also irgendwas läuft schief. Die sind runtergerannt. Warum auch immer. Halt. Okay, die gehen wir trotzdem an. Es läuft sozusagen etwas gewaltig schief. Weg in Paar aber nicht. Okay, gut. Haben die Fun-Pimps wieder was geändert? Die erkennt die Kante nicht mehr. Na toll. Im Test hat es auch noch funktioniert. Das ist wie als wäre die Kante für die nicht da. So, was mache ich denn nun? Ausgehen, überbauen ist nicht. Ach,
toll. Super Plan. Naja. Kann ich nur hoffen, dass wir so viel Beton und Zeug verbaut haben. Dass es die Nacht hält. Auf der anderen Seite auch? Nee. Nur die eine Seite. Dann kann ich nur sehen, dass ich darüber schieße. Toll. Tötötötötötö. Na, nee. Oh, jetzt renne ich auch noch meine eigene. Tja, ich bin gerade ratlos. Ich habe einen Verband. Und Fernkampfschaden wolltest du auch noch nehmen. Naja, ich kann es eigentlich nur aussitzen. Es gibt keinen besseren Plan. Also die Kante war sozusagen dämlich.
Ja, die rennen sich zumindest in Wolf. Den Rest muss der Beton herhalten. Wie lange geht die Nacht noch? Ja, so lange ist es doch gar nicht mehr. Weiß, was mir alles erspart bleibt. Ja. Stirb. Ich freue mich schon mal auf die Dislikes, ohne Begründung warum. Ich muss schämen, wenn du einen Dislike kriegst und du weißt gar nicht warum. Hast du heute überlebt? Und irgendjemand hat nicht gefallen, dass ich nicht mit Messer gespielt habe oder mit der Axt draußen rumgerannt bin. Und letztlich Ziel ist es ja, eine Horde zu überleben. Und wie ist ja letztlich auch egal, oder? Ich sehe gar nicht. Gut, dann können wir den Generator rausmachen. Das muss ich sozusagen noch mal überdenken. Ich vermute mal, es sind die falschen Blöcke. Na ja. Mich wundert, ist das Kind Demolition mitkommt. Ich meine, eine Game Stage von 157. Mal gucken, wie es hier ausschaut.
Die unten schauen scheiße noch in Ordnung aus. Wenn die das weggeprügelt haben, muss viel passieren. Zu rennt doch mal einer hier lang. Dummes, ich sehe die auch gar nicht. Komm, dafür haben wir die Munition geholt. Ist gleich überstanden. Bin ja gespannt, was wir machen. Weil hoch rennt ja sowieso keiner. Naja. Wie schießt denn die Schrotze hin? Sind es da welche, die hier vorbeifliegen? Oh. Ich habe ihn gesehen. Also ein Demolisher war zumindest da. Glückwunsch, Horte überlebt. Ich muss bloß mal sehen, wie ich es jetzt loswerde, den Rest. Komm, bleib liegen.
Gut, der ist schon mal tot. Mal hier ein bisschen was, was wir vielleicht nehmen können. Haue! Okay, gut. Die explodieren auch in der Hand, wenn man nicht schnell genug wirft. Schön zu wissen. Ein größeres Magazin wäre schon nicht verkehrt. Lächeln, Freunde. Ich bin da mal auf den Schaden gespannt. Da, bleib liegen. Da. Ja. Sind sie weg? Bleiben sie weg? Scheinbar. So. Gut, dann kann das schon mal raus. Ein bisschen was lassen wir noch einstecken an Munition. Ich mach mal durch meine eigene Tür hier raus. So. Da. Oh Mann. Letzten Zentimeter können wir springen. Cool. Oh je. Guck mal, wir kriegen wenigstens noch Section ab. Oh, mir geht's ja selten um den Loot, sondern, naja, ohne die Stachelfallen hätte das alles nicht gehalten. Die Leitern haben gehalten. Ich dachte schon, ich hätte die Leitern zerschossen. Ja. Oh ja, die Steine habe ich zerschossen. Okay. Überlebt ist überlebt. Warum die nicht über die Kante marschiert sind, weiß ich nicht. Weil die haben sie nicht akzeptiert. Also entweder haben die... Weil man kann drüber laufen. Also entweder klappt das mit den Türen nicht mehr. Mit den Stahltüren. Was mich aber jetzt echt verwundern würde. Aber wie ich die Fanpimps so kenne, haben die das wieder kurz vor der Horde noch geändert.
So, was haben wir denn? Guck mal da. Jetzt will mal, jetzt können wir Nagelpistole Quali 4 bauen. Yay. Ansonsten. Oh ja. Nichts gewesen außer Spesen. Na gut. Können wir mal gucken, wie hoch der Schaden letztlich wirklich ist. Au. Naja. Bring dich mal noch selber um. So, lasst uns mal gucken. Wie haben sie denn hier doll dran geklopft? Hier geht eigentlich nicht. All. Geht eigentlich. Naja, da Beton. Ja, nee. Hier haben sie oft dran rumgedoktort. Aber auch hier geht der Schaden. Also eigentlicherweise muss man mal so sagen. Hier. Aber dann hätten sie die erste Schicht durchgeklopft. Und dann hätten sie ja noch 1000 andere haben müssen. Und hier. Warum haben die gedacht, die können hier unten drunter durch? Weiß ich nicht. Na gut. Überstanden. Wunden lecken. Aufräumen. Müssen wir mal gucken. Sind wir überhaupt in der Kiste noch drin? Wir essen mal was. Haben lange nichts mehr gegessen. So, und die Bier nach getaner Arbeit. Da. Puh. Naja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wer von euch mir jetzt versucht, die Hölle heiß zu machen, dass ich doch alles falsch gemacht habe. Haut es mir ruhig in die Kommentare. Aber bedenkt immer, sachlich bleiben. So. Irgendwo dahin. Und nein, ich werde nicht anfangen, eine Horde mit einem Klappmesser zu machen. Oder mir Hordenbasen zu bauen oder Blutmondbasis zu bauen, die aussieht wie die von jedem zweiten, der im Internet da ein Tutorial macht oder irgend sowas. Weil letztlich, beim letzten Mal sind sie auch hier drüber marschiert. Da habe ich auch die anderen Türen gehabt. Also entweder haben die Funpimps was an den Türen geändert, dass die nicht mehr über die Türen marschieren. Kann ich nicht sagen. Oder die Kanten, die Spitzen, waren doch eine Nummer zu spitz. Dann habe ich nämlich da die falschen genommen. Das. Komm, wir machen mal ja den Generator aus. Aber ansonsten, ich bin zufrieden, weil ich habe es überlebt. Das war ja letztlich das Ziel. So. Naja, hat auch knapp 100 Schuss, also 100 waren treffbar. Nein, naja, egal, ich habe es eingesteckt. 100 waren treffbar, 100 hat er getroffen. Wie viel hat denn das Ding noch an Munition? Null. Leer geschossen, okay. Na gut, wenigstens das Ding hat was zu tun gehabt. Und ich musste halt kaum was reparieren. Oben. Auch gut, oder? So, das können wir mit wegnehmen, das kann mit fort. Die sortieren wir drüben wieder ein, das nehmen wir mit runter. So. Ja, ich habe natürlich die ganze 762 weggerotzt. Gut, aber das war ja noch die billige Variante davon. Hab ja noch nicht mal die teure gehabt. Mal hier gucken. So. So, hier ist nur die etwas teurere davon. Das sind die. Ah ja. Zumindest habe ich jetzt für die nächsten Runden noch ein bisschen von dieser. Sprich, ich habe noch ein bisschen Munition für irgendwas zu tun. Für was auch immer es werden soll. Ja. Gut, das kann für die nächste Runde hier bleiben. Stahl kann ich mir neues durchlaufen lassen. Das kann hier bleiben. Repariert wird später. Fernkampfschaden kann auch hier bleiben. Die behalte ich am Mann. Ja, komm, trinken wir noch einen Kaffee. Ein bisschen Holz muss ich mitnehmen, weil da habe ich nämlich nichts mehr. Gut. Na dann.
Ah ja, wir haben 7 Tage Zeit. Aber, naja, ich muss halt sehen, dass ich vielleicht direkt was habe, den Käfig vielleicht breiter machen, damit ich nach unten schießen kann. Das war das Problem, ich konnte nicht gerade runterschießen. Und da habe ich noch Glück gehabt, dass ich das gleich schräg gemacht habe, dass ich doch halbwegs irgendwie da rangekommen bin. Na los. Das Beton hätte ich einstecken können. Egal. So, gut. Ah ja. War das überhaupt leer? Aber wisst ihr was? Ich fahr mal beim Händler vorbei. Mal gucken, ob er eine neue Mission für mich hat, damit ich was zum Abreagieren hab. Puh. 2-mal ärgern in 2 Tagen aufeinander ist gar nicht gut. Immer gestern wegen dem Compoundbogen. Hätte ich den R gesehen, hätte ich nämlich den Schmelztiegel nicht genommen. Und dass die Falle jetzt nicht funktioniert hat, das ärgert mich umso mehr. I've got tools, parts and everything. Machines that'll make you grin from ear to ear. You're so cheap, you wouldn't give a duke to see Jesus riding a bicycle. Hast du denn irgendeine Aufgabe? Irgendwas, was hier in der Nähe ist? Ach, nicht schon der Befallene. Was denn das? Rippenresidenz. Until you take a job, you're as welcome as an outhouse. Getting your hands dirty is how it's done. Iggy Bank. Ah ja. Things are gonna be fine as frog fur now. So ging Geld. Naja. Aber. Das muss ich nicht mal jetzt in der Runde anfangen. Was? Sondern ich lasse es jetzt ganz gemütlich angehen. Können wir reparieren die Sachen trotzdem mal. So, ich hätte das Zeug gleich in der Hand drücken können. Dann schleppst du es da ewig mit mir rum. Hier, mein Freund. Ich habe noch ein bisschen Rotze und Zeug für dich. Möchtest du es mal bitte haben? Why don't you take a look for yourself? Da. Komm. Will er nicht. Da. Gut. Ja, immerhin. Ja, du mich auch. Ja, habe ja noch so viele andere Dinge vor. Oh, ist schon irgendwie witzig. Die Base hat zumindest noch, sagen wir mal, noch die Horde durchgehalten. Hätte ja sein können, dass der ganze Mist kaputt geht und dass nur ein Demolisher kam, finde ich auch irgendwie eigenartig. Aber na okay. Zumindest haben wir einen gesehen. Und er ist nicht explodiert. Das kommt ja schon mal gut dazu. Nimm mal die Flinte aus der Hand, ich kann es nicht sehen. Wenn er hier mit einer Flinte vor der Nase rumrennt oder mit dem Zielfernrohr, das ist nichts für Mamas Sohn. Achso, ich habe das ganze Zeug ja hier hinten in die Kiste reingestopft. Ich brauchte irgendwo Platz. Hört mal auf, da. So, Chemie raus, mein Holz wird hier hoch. Munition. So, dann packen wir die wieder hier rein. Den ganzen Stack haben wir, das muss reichen. Die heben wir uns mal für irgendwann auf. Und die auch. Weil es bringt nicht, wenn ich die jetzt auch noch mit mir rumschleppe, dann habe ich ja 1000 Munitionsarten. Dann lieber verschieße ich die andere erstmal. Da. Gut. Die hier rüber. Die nehmen wir jetzt auch nicht mit.
Stack davon reicht. Das sind die normalen. Das sind die. Ja, wenn wir vorne gehen, kann man die ja mal mitnehmen. Gut, sortiert sind wir. Essen, Trinken haben wir. Nagelpistole kann hier bleiben. Die muss ich jetzt nicht mitschleppen. Ein Geld nehmen wir mal wieder raus. Rap-Kids haben wir. Didis nehmen wir mal ein paar mit. Ja. Hey. Wer schreit da draußen? So, halt. Da kann ich doch gleich mal. Ja. Den sollte ich vielleicht wieder mitnehmen. Für unterwegs mein Standardsortiment. Ja. Haben wir. Holzfällen will ich jetzt nicht, Autos knacken auch nicht. Ich habe jetzt ganz was anderes vor. Ihr könnt ja gerne noch ein paar Minuten dabei bleiben, wenn ihr mögt. Wenn ihr nicht schon genug habt von der Horde oder wenn ihr nicht schon längst abgeschalten habt. Denn ich möchte hier mal anfangen. Denn niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Kennen wir ja alle. Oh. Da. Ja, jetzt gehen die Spikes zwar kaputt. Aber das ist jetzt erstmal nicht ganz so tragisch. Ist nur ein bisschen Holz. Oh. Zack. Ein herrliches. Jetzt grabe ich mir doch ein Loch durch die ganze Wüste. Vielleicht komme ich ja im Schneegebiet raus. Sehen wir so, Sand brauchen für den nächsten Beton. Ja, und für die Falle lasse ich mir was einfallen. Oh, guck mal da. Eisen, lange kein Eisen. Toll. Lange kein Eisen mehr gesehen. So. Geht weg. Da. Ja, da baue ich mir sozusagen hier meine Mauer ringsrum. Hab wieder genug Material und entspanne jetzt mal richtig voll das Chill-Out. Ihr kennt den Plan, was es werden soll. Eure Meinung und Gedanken bitte sanft in die Kommentare. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Runde. Mal schauen, was es morgen wird. Aber ich nehme an, als erstes erstmal die Mission. Ich muss mich hier erstmal ein bisschen abreagieren sozusagen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber bin jetzt ein bisschen beleidigt. Das Spiel hat mich geärgert. Gut, also dann startet gut in die Woche und wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne, Tschüssikowski und bye bye.